Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war heute ein bisschen mit dem Auto unterwegs und da dachte ich mir, ich zeige dir einfach mal die einfachste Möglichkeit, wie du in jede Parklücke reinkommst. Viel Spaß mit dem verwackelten Video. Du hast ja bestimmt schon mal gehört, dass du mit deinem Spiegel irgendwie parallel zu dem Vordermann mit der Hinterachse und der B-Säule und was weiß ich alles stehen sollst. Jetzt kommst du aber in der Prüfung in eine Situation und dann sagt der Prüfer, parken Sie doch mal da vorne hinter dem Anhänger rückwärts ein. Und der Anhänger hat keinen Spiegel und keine B-Säule, der hat nur dieses kaputte Auto da oben drauf. Und naja, also wie du in jede Lücke reinkommst, das zeige ich dir jetzt. Wenn du an die Parklücke fährst, ist natürlich ganz wichtig, dass du erstmal die Spiegel kontrollierst, um zu sehen. Jetzt komme ich nicht hoch mit der Kamera. Also auf jeden Fall den Innenspiegel kontrollierst, um zu sehen, was hinter dir ist. Die Außenspiegel zu kontrollieren, damit du siehst, dass du dann nicht den Radfahrer irgendwie beim Fahren behinderst. Und dann auf jeden Fall den Blinker rechts setzt, um natürlich kenntlich zu machen, dass du in diese Parklücke möchtest. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie du an diesem Anhänger stehen bleibst. Und du bleibst natürlich am besten so stehen, dass diese Säule hier an diesem Fahrzeug, egal was es ist, ob es jetzt ein Anhänger ist oder ein anderes Auto oder ein LKW oder ein Riesenstein ist, dass du an dem vorbeischaust hinten. Und ich zeige dir auch jetzt gleich warum. Hinter dieser Säule befindet sich nämlich der Hinterreifen und es wäre doch unfassbar cool, wenn du mit dem Hinterteil von deinem Auto schon an einem parkenden Hindernis vorbei wärst. Dann ist es ja garantiert, dass du in die Parklücke reinkommst. So, also ganz wichtig, diese Position brauchen wir unbedingt. Jetzt legst du natürlich den Rückwärtsgang ein und bei manchen Fahrzeugen ist es so, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, dass sich der rechte Außenspiegel automatisch nach unten stellt. Das passiert bei diesem Fahrzeug leider nicht. Wenn es bei deinem auch nicht passiert, dann kannst du ganz easy den einfach hier runterdrücken und der Spiegel stellt sich nach unten. Und zwar möchte ich den so eingestellt haben, dass ich am besten meinen Hinterreifen sehen kann und den Bordstein, wenn ich nah genug an ihm dran bin. So, okay. Wir legen den Rückwärtsgang ein. Wir stehen optimal, also lenken wir natürlich sofort voll nach rechts ein, wenn wir jetzt hier rückwärts fahren. Wir schauen natürlich, dass wir niemanden behindern. Da vorne kommen zum Beispiel zwei Fahrzeuge. Wenn wir jetzt fahren würden, dann würde unser Fahrzeug vorne ausscheren und wir würden diese beiden Fahrzeuge behindern. Und das würde umgehend zum Nichtbestehen der Prüfung führen. Okay, also kontrollier innen und linken Außenspiegel. Schau in den toten Winkel. Und fahr dann langsam los, lenk voll ein und schau nach hinten, wenn du rückwärts fährst. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit fahren wir denn rückwärts? Wir müssen ja in die Parklücke rein. Natürlich haben wir hinter uns auch ein paar Fahrzeuge und wir fahren so lange, bis wir das weiße Auto, also das hintere Fahrzeug, jetzt komplett im Spiegel sehen können. Ja, jetzt sind wir an dem vorbei und jetzt ist es garantiert, dass wir in diese Lücke reinkommen. Hab immer so einen guten Rundumblick nach links, nach rechts und natürlich nach hinten. Jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt müssen wir gerade lenken. Das sind meistens 1,5 Umdrehungen vom Anschlag. Und natürlich schauen wir wieder nach hinten, wenn wir rückwärts fahren. Okay, wie weit fahren wir denn jetzt rückwärts? Deshalb haben wir uns ja auch den Außenspiegel eingestellt, damit wir sehen, wann der Bordstein kommt und wann wir mit dem Reifen auf den Bordstein fahren würden. Okay, wir kommen jetzt ziemlich dicht an den Bordstein. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir gegenlenken. Also wieder, wir haben wenig Platz, also voll einlenken. Wichtig beim Einparken ist ja immer
langsam fahren, viel schauen und viel lenken. Und wir haben wieder hier den Spiegel im Auge, lenken voll ein, fahren langsam rückwärts, schauen immer und immer wieder nach hinten raus. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Ja? Ich will nur nicht die Kamera immer hin und her schwenken, weil euch sonst schlecht wird. So, wir schauen weiter in den Spiegel. Das wird knapp, aber es sieht sehr, sehr gut aus. So, und irgendwann wirst du feststellen, dass das Auto parallel zum Bordstein steht. Das ist noch nicht der Fall. Jetzt stehen wir parallel. Jetzt haben wir hier eine durchgehende Linie, eine Luftlinie. Und jetzt stehen wir perfekt in der Parklücke, fahren extrem langsam, lenken sofort gerade und ziehen noch ein schönes Stück nach vorne. So, jetzt haben wir nach vorne ungefähr einen Meter Platz und dann steigen wir mal aus und schauen, wie das Ganze geworden ist. In der Prüfung reicht das natürlich schon vollkommen aus. Also du musst das Auto nicht parkfertig abstellen. Du parkst einfach ein, sagst, dass du fertig bist und dann macht der Prüfer eventuell nochmal die Tür auf und schaut halt nach, ob du auch wirklich parallel zum Randstein stehst, ob du nicht weit weg stehst vom Randstein. Ah, er schaut dann so und dann sagt er, ja, okay, sie stehen parallel, der Abstand passt auch, aber wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal von draußen aus an. Ja, das sieht auch hier wunderbar aus. Ja, und so stehst du halt 1A in der Lücke drin. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, lass doch mal einen Daumen nach oben da und schreib doch mal in die Kommentare, mit was du am meisten Probleme hast beim Einparken. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann.